Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit Hogwarts Legacy. Und zwar muss ich jetzt mein eigenes Besen kaufen. Das heißt, so, deswegen gehen wir jetzt hier über die Brücke rein, weil rechts sehen wir schon, wir sind gleich da. Und dann bin ich mal gespannt, was für ein Besen wir aussuchen können. Ob es da verschiedene gibt oder wie das ist. Jetzt gehen wir da mal rein und reden mit ihm. Ein neues Gesicht? Wunderbar. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spintwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Sie mussten Spintwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Schrecklich. Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher, aber versuchen Sie mal mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen. Gar nicht so einfach. Also gut, zurück an die Arbeit. Wenn Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? So, jetzt habe ich hier verschiedene Besen, die kosten aber 600 Gold. Ich habe 181. So, jetzt gucken wir mal, können wir hier was verkaufen, was wir nicht brauchen. Weil die beste Kleidung habe ich ja eigentlich an, glaube ich. Schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. So, der ist ja eh. Weil du siehst ja jetzt immer die rote Zahl mit dem Pfeil nach unten, dann ist es schlechter als das, was du anhast. Und dann kannst du es eh verkaufen. So wie hier jetzt, minus 5, also rote 15, rote 4. Und das kannst du dann eh sowieso verkaufen, weil es dann schlechter das ist schlechter als das, was du anhast. So. 0, 0. Mach beides jetzt nicht so. Jetzt nehme ich mal den, das sind nochmal 90. Den 60. Nochmal 90. Nummer 60. Nehme ich den 60. Den für 90. Heute. Ah ne, ich habe ja schon ganzes Geld. Okay, perfekt. So. Besen, der verzaubert wurde. Das sind jetzt halt immer verschiedene Besen. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Hogwarts Hausbesen. Glutsprint, der gefällt mir am besten. Ja, ich meine, es sehen alle nicht schlecht aus. Höchster Qualität. Nehmen wir nochmal den. Nee, den, der erste war hier besser. Der mit der Glut sah, glaube ich, am besten aus. Es kosten auch alle gleich viel. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Aber hier hinten, wenn das so Glut macht, oder so wie Glut aussieht, sage ich jetzt mal. Sie werden diesen Besen lieben. Schon gar nicht schlecht. Das verspreche ich Ihnen. Den habe ich jetzt gekauft. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus?
Wie lange sind Sie schon an Besen interessiert? Seit ich mein erstes Quidditch-Spiel gesehen habe. Die Flugmanöver, die Spieler. Manche Leute haben so ihre Zweifel an mir und meinen Ideen. Hoffentlich helfen sie mir trotzdem. Ich weiß, dass ich an etwas dran bin. Warum soll ich Ihnen von diesem Besenflug berichten? Eigentlich hatte ich Imelda um Hilfe gebeten, aber sie hat ein paar Angewohnheiten beim Fliegen, die Zusammenarbeit erschweren. Ich brauche jemanden, der keine schlechten Gewohnheiten hat und gut fliegen kann. Everett meinte, sie sind ein Naturtalent auf dem Besen. Er studiert hier immer die neuesten Modelle. Er ist fast so besessen von Besen wie ich. Wenn sie mit Hilfe ihres angeblichen Flugtalents Imeldas Zeit schlagen können, wäre ihre Beurteilung des Besens unschätzbar wertvoll. Sie hatten wohl wirklich bei Kogawa Unterricht. Ja, aber dass mir die technischen Elemente der Besen stets wichtiger waren als das Fliegen, hat sie wahnsinnig gemacht. Sie findet es gut, dass ich jetzt Bandwitches leite. Ich glaube, keiner von uns dachte, dass ich mal Klatscher für die Cannons oder Eintracht Pfützensee wegschlage. Und ich finde es befriedigend, gegenüber denen Recht zu behalten, die mich für zu jung halten, um diesen Laden zu führen. Mit ihrer Hilfe kann ich beweisen, dass ich der Anbieter mit dem umfangreichsten Wissen über Zaubersportartikel bin. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Perfekt. So, jetzt müssen wir zu einer Flugprüfung. Das bekommen wir hin. Die Truhe nehme ich mit. Da war nämlich auch noch Gold drin. Perfekt. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. So, jetzt gehe ich hier raus. Achtung, Dankeschön. So, L1. Und tippe Dankkreis, um ein bisschen dein Werkzeug gerade auszurüsten. Ah ja, rechts sehe ich den Kreis. Zack. Und jetzt kann ich fliegen. Okay, sehr, sehr geil. Weil jetzt musst du denken, ich hätte das jetzt alles zurücklaufen müssen. Bis ich bei den 600 da am Ziel gewesen wäre. Und das dauert ja ewig. Was heißt ewig? Also 5 bis 10 Minuten schon. Und so nimmst du jetzt einfach den Besen, steigst auf den Besen auf, fliegst kurz rüber, bist schneller da. Du kannst den Besen halt immer benutzen jetzt, wenn du möchtest. Brauchst du da unter keine Ausleihe, sondern den hast du jetzt immer dabei. Und kannst sagen, okay, jetzt will ich da und da hin, nimmst den Besen raus, fliegst hin und die Sache hat sich schon erledigt. Bist halt viel, viel schneller, jetzt sind wir schon da. Dann könntest du, wenn du laufen tust, nur davon träumen. Deswegen, hey, du, sehr, sehr geil. Imelda Reyes? Albie Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen, aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Clopton gehört? Weiß nicht, was du gehört hast, aber ich habe sicher nicht angegeben. Erzähl das mal dem Rest der Schule. Aber ist auch egal. Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squib sein. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Gryffindor. Kannst du mir mehr über diese Strecken sagen? Willst du etwa Zeit schinden? Na schön, wenn's sein muss. Diese Strecke erfordert Konzentration. Du musst vor jeder Kurve Tempo und Höhe bedenken. Die anderen testen die Ausdauer. Es sind 3 Strecken, vor Ewigkeiten von ehemaligen gebaut. Seit Black Quidditch gestrichen hat, gibt es diese Strecken oder nichts. Ich habe sie wieder populär gemacht. Die ganze Schule will dabei sein. Na dann, zeig doch mal, was du drauf hast, Frischling.
Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Okay, dann schauen wir mal, dass wir die Prüfung bestehen. Aber wir haben jetzt hier so Reifen, wo wir durchfliegen müssen. Ha, geschafft! Geht das bloß mit dem Flieger manchmal nicht so richtig, noch nicht so richtig hin? Das muss ich noch ein bisschen über. Aber das bekommen wir auch mit der Zeit. Wird das dann schon. Für was sind die Blase da? Ich glaube für so ein Nitro, oder? Oder halt Speed. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Das sieht schon mal gut aus. Ich fliege ein bisschen zu hoch, glaube ich. Aber. Das macht echt Spaß. Oh, der ist sogar schneller. Ja, hier muss ich, dann muss ich den Speed mitnehmen. Ah, nein. Nein, nein, nein. Jetzt mache ich bloß blöde Fehler. Da nach oben. Verpasst. Ah, jetzt habe ich schon verpasst. 3 Strafsekunden. Verlasse die Strecke, kehre um. Okay, jetzt bin ich wenigstens schon mal wieder vorm Kreis gespawnt. Perfekt. Ja doch, das... Nein, jetzt habe ich schon wieder das nächste. Okay, dann fliege ich weiter. Zurückkommen? Ja, zurückkommen tue ich nicht. Okay. Dann halt nicht, dann müssen wir jetzt weitermachen. Ich glaube, dass das die Runde dann eh nichts wird. Wir haben die Hälfte und haben schon über die Hälfte von der Zeit verbraten. Wenn dann noch 6 Sekunden dazukommen, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen sehr, sehr schwierig. Aber jetzt mal schauen. Nehme ich den Speed noch mit? Ja, ich habe noch 4 Ringe. Wir haben noch 16 Sekunden. Ja, das schaffe ich eh nicht mehr. Schade, schade, schade. Oder? Das macht echt Spaß. Und ich habe noch 3 Ringe. Und jetzt ist die Zeit rum. Also diesmal schaffe ich es nicht. Das heißt, ich muss es noch einmal machen. Weil ich will die Prüfung schaffen. Ganz klar. Aber jetzt kenne ich schon mal die Strecke. Jetzt wird es beim nächsten Versuch vielleicht besser. Hier 2:40 habe ich die Zeit und 2:20 darf ich haben. Schön, dass ich immer noch der Champion bin. Und, was sagst du? Probieren wir es nochmal? Bereit, wenn du es bist. So, dann starten wir noch einmal. Diesmal muss es aber klappen. Dann darf ich da nicht gleich am Anfang so blöd machen. Perfekt. Und die ein oder andere Kugel hier nehme ich dann auch mit. Zack, wenn ich dann halt merke, ich werde dann zu schnell, kannst du mir kontrollieren, dann fliege ich dran vorbei. Aber sonst ab und zu mal das mitnehmen. Und wenn es bloß eine Kugel ist. Es ist dann immer noch besser als gar keine. Weil du hast trotzdem noch den kleinen Speed dann. Und wenn das dann noch um Sekunde noch ausgeht, dann kann der Speed vielleicht eventuell noch ein bisschen helfen. Das wäre dann ja gar nicht so schlimm. Dann nach oben. Jetzt fliege ich gerade wieder ein richtiger Blödsinn zusammen. Kugel nehme ich mit. Ah, verpasst. Weiter, einfach weiter. Gar nicht versuchen, nochmal zurückzugehen. Sondern einfach weiter. Weil wenn du jetzt weitermachst, dann hast du viel weniger Zeit verloren, als wenn du das probierst und auch doch nicht schaffst. Deswegen, bis jetzt sieht es echt gut aus. Nur eine Minute habe ich. 7 Ziele, jetzt noch 6. Ja, das klappt super.
das klappt sehr, sehr gut. 20 Sekunden, dann wäre ich bei 2 Minuten. Perfekt. Oh, den habe ich sogar auch noch bekommen. Sehr geil. So, da vorne ist das Ziel. Wir haben noch über 20 Sekunden offen. Perfekt. 2 Minuten 20 darf ich haben. Und ich hatte jetzt 1 Minute 58. Du hast doch geschummelt. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albi Weeks. So, jetzt müssen wir wieder zurück zu dem Mann, wo wir den Besen gekauft haben. Und da ist jetzt das, was ich gerade vorhin gemeint habe. Jetzt müsste ich 800 wieder rüberlaufen. Gar kein Problem, ich nehme den Besen und fliege einfach rüber. Ich glaube, ganz in die Stadt rein kannst du nicht fliegen, sondern bloß vorne bis zum Tor. Aber das kleine Stück kann man ja dann immer noch laufen. Es geht ja einfach um den Großteil der Strecke, um das zu erleichtern. Also würde ich sagen, wenn du so einen eigenen Besen hast, ist das echt gar nicht schlecht. Es kommen ja noch Gebiete, das sieht man auf der Karte, wo weiter weg sind. Und da brauchst du dann ewig, wenn du dahin läufst. Und so packst du einfach den Besen aus, fliegst dahin, zack, 2 Minuten, bist du da. So, jetzt muss ich hier irgendwo landen. Ja, hier ist nämlich schon eine Wand. Zack. Zack, runter. Und jetzt rennen wir zu ihm. Mal gucken, ob er von der Prüfung begeistert ist. Begeistert ist oder eher nicht. Aber ich denke schon. Das bringt ja seine Entwicklung weiter. Ah, oh, Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Warum sollte jemand ihre Fähigkeiten anzweifeln? Oh, sie würden sich wundern. Die Leute sind starrköpfig. Sie fürchten, man ruiniert nur alles, wenn man daran herumfummelt. Diese Leute wissen einfach das Gefühl der Freiheit nicht zu schätzen, das ein guter Besenflug bereitet. Und sie würdigen auch nicht den kreativen Prozess dahinter. Ich kenne jemanden in Rom mit einem Laden wie meinem. Sagt, dort sei es noch schlimmer. Natürlich machen sie nachmittags auch ein Nickerchen. Und wo wären wir ohne Verbesserungen? Hätte Elliot Smethwick sich von diesen Schwarzsehern einschüchtern lassen, hätten wir heute keinen Dämpfungszauber. Ich höre nicht auf Sie. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Perfekt. Dann haben wir Flugprüfung auch abgeschlossen. Und dann sind wir auch wieder am Ende des Videos angekommen. Weil in dem Video haben wir jetzt heute den Besen gekauft und die Prüfung geschafft. Das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Liken, kommentieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.